wie gesagt, für uns alles gemacht. Und weil alles gemacht hat, auch gelitten sogar für uns, damit wir ein Islam ganz einfach nehmen. Rasulullah wurde von seinem Zuhause, von Mekka, abgeschoben. Und er wollte nicht raus. Wenn die Kamal Qala Huwa an Nafsi, als er rausgegangen ist, sagte er, wallahi, du bist für mich beste Stadt. Und wenn die mich nicht gezwungen haben, dass ich von Mekka raus, ich will nicht raus, aber da bin ich gezwungen. Wegen was? Wegen uns. Allah, wegen al-Islam, wegen La ilaha illallah. Und auch sein Töchter, auch sogar wegen uns, wurden auch geschieden. Die waren mit Utba wa Utiba, also von seinem Cousin. Also die Töchter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die waren mit seinem Cousin, also verheiratet. Als die Töchter also Islam angenommen haben, also die waren Muslime, da haben die anderen, die Cousins von ihm, die waren Kuffar und die wollten nicht weiter mit Töchter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter heiraten bleiben. Und auch Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wurde auch geschlagen, auch wegen uns. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde auch seine Zähne, die zwei Zähne, die vorne sind, also verloren in Uhud wegen uns. Das heißt nur, viele Sachen, Rasulullah hat für uns das gemacht. Und dann, als er gestorben ist, viele Leute, die sind weg vom Islam, sogar wie der auch Al-Malak gesagt hat, dass لَقَدْ يَرْتَدُّوا مِنْ بَعْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Deshalb nehme ich Leute von hier und in Jahannam rein werfe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.